Das ist jetzt die Stunde, in der wir über die Zukunft reden. Und deswegen haben wir dich hier für Cthulhu und wir haben den Andreas hier für Shadowrun und den Peter im Allgemeinen für die Aufsicht sozusagen. Genau, ich bin wieder da. Wie auf während des Video-Interviews auf der Spiel 2019, da bin ich der Aufpasser gewesen, das bin ich jetzt auch. Trink Kaffee und schaue zu und informiere mich über das, was bei uns im Verlag dann an Neuheiten für Cthulhu und Shadowrun dieses Jahr erscheinen wird. Ja. Deswegen, Heiko ist der Chefredakteur für Cthulhu und Andreas ist in seiner Funktion hier. Als Autor, Illustrator und derjenige, der nicht schnell genug weggerannt ist, als Tigger sagte, mach mal. Ja. Der zweite Tigger sozusagen. Und Tigger ist einfach, hat sich einfach selber irgendwie vom Acker gemacht. Verstehe ich. Den müssen wir schon für die nächste Con dann verhaften, was nicht heißt, dass Andreas nicht sehr willkommen ist. Mal schauen, vielleicht macht das ja sogar noch cooler als Tigger. Dann wechseln wir dich auf der Spiel 2020, sofern sie stattfindet, ein. Außerdem kann Andreas für uns spucken und flätige Witze machen. Perfekt. Okay. Oh, ich bin langsam durch meinen Notizblock durch. Auch spannend. Verflucht. Da. So. Meine Herren, herzlich willkommen. Dann, womit wollen wir denn anfangen? Mit welcher Baustelle? Wer möchte gerne zuerst? Sagen wir, wechseln dann immer ab und vielleicht fangen wir mit Cthulhu an, mit dem, was zuletzt erschienen ist, dann Shadowrun 6, was zuletzt erschienen ist und dann schauen wir mal in die Zukunft, was für Cthulhu und für Shadowrun so erscheinen wird. Das, glaube ich, was zum GRT auch für Cthulhu rausgekommen ist, wozu Heiko gleich kurz noch was sagen kann. Das hattest du ja auch schon mal bei dir bei Orkenspalter TV angesprochen. Zumindest das bei Cthulhu weiß ich, dass das Perlentaucher vor, ist noch gar nicht ausgepackt bei mir, deswegen glänzt die Folie auch noch. Moment, unsere Kopie fliegt, glaube ich, auch gleich ins Bild. Ja, Perlentaucher vor Relie. Genau. Wobei es nicht um wirklich tatsächlich echte Perlen geht, wie ich dann festgestellt habe. Und aus im übertragenen Sinne. Genau, das sind Perlen, die wir gepickt haben, Heiko. Und wie haben wir das denn gemacht? Oder wie hast du das denn gemacht? Oh, das habe ich in einer fast allseits beliebten Umfrage gemacht, eine Abstimmung über Monate. Täglich wurde abgestimmt zwischen nach K.O.-System, nach Dirsens-Systemen, mir sind ja immer neue Systeme eingefallen, aus ungefähr 350 Abenteuern, die es auf Deutsch insgesamt bereits gibt, seit den vielen Jahrzehnten, wo es Cthulhu gibt, um dort, ich sag mal so, es entwickelte sich im Laufe der Monate, ich glaube, es waren dann die Top 34, also ein Zehntel, und dann jeder gegen jeden ein Stimmen, hat aber total Spaß gemacht. Lief auch über Weihnachten und alle haben mitgemacht. Mit dem Ergebnis, dass wir letztlich quasi eine Art Top Ten gehabt haben, der beliebtesten Abenteuer, haben wir in dem Buch, jetzt muss ich mal lügen, das ist schon wieder so lange her, ich glaube 6. Genau, es sind 6 Abenteuer. Ne? Also 6 Abenteuer, die dann eben auch im Grunde ein Querschnitt durch die Jahrzehnte sind, von lange her, Anfang dieses Jahrtausends sozusagen, Sänger von Dohl, bis hin zu, ja, ein bisschen her, ungefähr das letzte von denen erschienen und der Rest eben immer dazwischen. Aus den unterschiedlichsten Büchern, eins gab es bisher nur als PDF, also online. Es sind One-Shots dabei mit vorgefertigten Investigatoren, genauso wie alles andere. Ja, also gigantische Stimmung, geiles Ergebnis. Es hat bei uns auch eine gute Wertung bekommen, weil es eben, also es ist, was haben wir gesagt, es ist ein guter Band, wenn man einfach irgendwie vorgefertigt eine Reihe von Abenteuern haben will, die einfach sich erprobt haben, weil sie auch schon sehr viel gespielt wurden. Sehr viel. Was ich im Nachhinein so in der Resonanz gehört habe, ist, also einerseits habe ich nur Gutes gehört. Der einzige Kritikpunkt, der mal aufgetaucht ist, ist, sagen wir mal, je älter ein Abend ist, rein vom Lebensalter her, desto mehr, wie soll ich das mal sagen, muss der Spielleiter doch noch ein bisschen genauer lesen, was
denn nun alles an wichtigen Infos drinsteht. Wir haben ja über die Jahrzehnte hinweg da so einen Lernprozess gehabt. Und ich möchte behaupten, die heute ganz normal geschriebenen Abenteuer, wie soll ich das sagen? Also sind sehr anwenderfreundlich. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Abenteuer sind heutzutage nach anderen Maßstäben dann auch ausgearbeitet und verfasst worden. Halt, also gerade was das Game Design angeht, das gilt ja dann sicherlich auch für das Rollenspiel, wenn ich mir wenn ich meine ältesten AD&D-Abenteuer dann mir zur Hand nehme, die sind nach heutigen Maßstäben ja auch. Also ist halt so, genau. Genau, das ist dann einfach so. Und das war dann auch bei diesen Abenteuern, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, bei den ersten Cthulhu-Abenteuern hier, was hast du gesagt, der älteste von vor 10, 15 Jahren? Ja, also 18 Jahren inzwischen. 18 Jahre dann eben sogar dann nach ganz anderen Kriterien. Das habe ich aber während der Abstimmung immer gesagt, wenn ihr etwas gut findet, dann findet ihr das so gut, wie es war. Nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es heute schreibe. Und so ist dann trotzdem das Ergebnis. Also es kommt halt auf die Inhalte an, nicht hundertprozentig drauf, wie es formuliert ist oder wie einfach es dem Spielleiter gemacht wird, diese Sache dann am Spieltisch zu präsentieren. Und das ist jetzt lustigerweise so als einziger Kritikpunkt mal gekommen, dass gesagt wird, ja, da muss ich ja doch ganz schön genau lesen, das kenne ich ja sonst gar nicht von euch. Also ja, siehste, ja gesagt. Und müsst ihr jetzt mit leben. Weil wenn man das jetzt alles umgeschrieben hätte, dann wäre es ja nicht mehr das Abenteuer von damals gewesen. Genau, dann ist es ja nicht mehr der Klassiker, der zum Klassiker geworden ist. Das ist ein Klassiker. Es sollte ja nicht die Idee in neuem Gewand auftauchen. Natürlich ist alles überarbeitet. Das heißt, natürlich ist es umformuliert, zwangsweise. Es ist auch minimal umstrukturiert worden, wo es sich anbot. Aber eigentlich ist es so wie früher. Und natürlich dann für die 7. Edition angepasst, was dann die Werte und die Sets, die sich geändert haben, dann das wurde natürlich aktualisiert. Aber ansonsten haben wir hier quasi eine Klassikersammlung aus einer Community-Abstimmung von über 300 Abenteuern, die wurden dann die Top 10 gewählt und daraus dann 6 Abenteuer wurden in diesem Band veröffentlicht, das zum Gratis-Rollenspieltag, also schon noch ziemlich jung eigentlich das Ganze. Und gleichzeitig haben wir noch, und das ist dann die zweite Neuheit, die aktuell verfügbar ist, das ist hier Bauernopfer in Camborn. Camborn ist ja eine fiktive Stadt in Deutschland in den 20er Jahren. Sowas wie das deutsche Lovecraft County, so ein bisschen. Genau, also ein fiktives Arkham, wie auch immer man das nennen möchte. Das Ganze, wo ist das denn verortet, Heiko? Denn hinten steht drauf, auf dem Band sehe ich gerade, in der geheimnisvollen Stadt in Norddeutschland und ihrer Umgebung. Es ist in der Nähe von Paderborn. Nähe von Paderborn. Da ist in der Gegenwart ein großes militärisch abgezäuntes Gelände. Aha, also. Oder Soldaten, ich weiß nicht, was sie da drin haben. Da war früher Camborn. Weiß heute aber keiner mehr. Was damit passiert ist im Laufe der Zeit? Weiß auch noch keiner. Ne? Mal gucken, ob das ist jetzt lösen. Das ist jetzt das zweite Buch, was dort spielt, also quasi das dritte und vierte Abenteuer. Und der Plan ist natürlich, immer weitere Bücher rauszubringen, die irgendwie... Oh, jetzt ist es weg. Genau, da machen wir ein erstauntes Gesicht. Aber wir sind noch... Und eine Weile gibt es die Stadt noch. Okay. Ich finde Ostwestfalen auch immer noch einen guten Ort, um sowas dahin zu setzen, denn es ist da sehr einsam und auch ein bisschen gruselig. Und das darf ich sagen, weil ich da ein Jahr lang gewohnt habe und meine Familie dort immer noch wohnt. Und ich würde mich da nicht wundern, wenn es da irgendwo Städte gibt, die einfach vergessen wurden, weil nur noch ein AKW. Von weggejagt? ich wurde nicht weggejagt. Im Kinderwagen weggerollt. Da geht es ja auch oft bergab, ne? Es ist aber nur so ein bisschen zarthügelig. Aber dass das als Norddeutschland bezeichnet wird, das kann eigentlich nur Süddeutschen passieren. Der Klappentext wurde schon unterstellt, muss von einem Schwaben sein. Das ist genau deswegen frage ich, das habe ich auch mal gelesen, so, wo ist denn für euch Norddeutschland, bitteschön? Deswegen musste ich natürlich gerade nochmal, Entschuldigung, Heiko, darauf eingehen. Also wir haben hier eine fiktive Stadt und bin mal gespannt, was du mit deinem Team dann noch aus dem Hut zauberst, was das angeht, ob wir da vielleicht auch in der Timeline dann voranschreiten und vielleicht gibt's ja, immer, Ereignis. Immer. Also die Abenteuer spielen da weg, also nicht am Stück, so der eine hört im Jahr, ist im Februar, aber so in den Jahren gerechnet. Dies war jetzt, glaube ich,
1923? Ja, 1923, genau. Also, wenn es dann das nächste Buch gibt, wird das 24 sein. Bis wir der Gegenwart angekommen sind, in der dann Cambor nicht mehr existiert, wird es also noch ein paar Abenteuer lang dauern, bis wir da angekommen sind. Aber wenn wir jedes Jahr ein Buch rausbringen, wird das auch in echt noch ziemlich lange dauern. Ja. Genau, das meine ich. Ja, ja, das stimmt. Ne, vielleicht kriegen wir es ja anders hin. Mal schauen. Okay, danke schön. Also das waren die beiden Bände, die wir jetzt im GRT vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht haben für Cthulhu. Und dann Andreas, für Shadowrun 6 haben wir rausgebracht Blackout, ein neuer Hintergrundband für Shadowrun 6. Und einen Kampagnenband, ein gelber Hardcoverband mit 30 Tage und 3 Nächte. Kannst du mal ganz kurz was dazu sagen? Was passiert da? Warum sollte man das haben? Und ja. Ja, also wem der Lockdown in Boston schon gut gefallen hat, der kann sich hier katastrophenmäßig gleich auf der Corona-Welle zur nächsten Katastrophe weiterschwingen. Es gibt im Zuge von Blackout in den USA, also den UCAS, Vereinigten amerikanischen kanadischen Staaten, eine Reihe von Vorfällen, dass über Städten plötzlich Lichtblitze auftauchen, dann die Matrix und die Elektrik ausfällt, teilweise auch Cybergliedmaßen und ähnliches, Leute sterben, keiner weiß, was los ist. Und wer muss dann dorthin, um rauszufinden, was tatsächlich los ist? Natürlich wieder irgendwelche Runner, die aus der Gegend Sachen herausholen sollen. Es gibt weitere Vorfälle. Es gibt in Denver ein paar kleinere Probleme mit Insektengeistern, sagen die einen. Die anderen sagen, nein, es gab stattdessen einen Angriff von neoanarchistischen Kräften, die hier versucht haben, ihrem ganzen Konzernhass diesen hinauszulassen. Und konnten dann nochmal mit letzter Kraft zurückgeschlagen werden. Beide Bände, also das Blackout selber ist mehr so der Plot-Hintergrund, wobei es eben im Shadowrun-typischen Format präsentiert wird. Eben alles in-game in Form von Forenbeiträgen, Schattenkommentaren und irgendwelchen geleakten Pressepostings. 30 Nächte und 3 Tage ist dann eine damit zusammenhängende Sammlung von Abenteuern. Die wurde in der deutschen Ausgabe dann entsprechend erweitert. Erweitert in der deutschen Übersetzung wurden natürlich wie üblich beide Bücher. Das heißt, beim Blackout gucken wir uns an, welche besonderen Vorkommnisse gibt es überhaupt in der ADL. Wie reagiert die ADL auf diese Vorkommnisse quer über den Teich? Und den 30 Nächten der Originalversion haben wir dann eben noch 3 Tage hinzugefügt. Das heißt eben auch 3 kleine Abenteuermissionen, also kurze, knackige Abenteuermissionen, die hier in Deutschland spielen. Alle mit einem entsprechenden Kartenmaterial. Das ist das, was der englischen Ausgabe so ein bisschen fehlt. Wir haben auch sehr vielen der amerikanischen, also der Originalabenteuer aus dem 30 Nights, dann nochmal einen Grundriss spendiert, damit es die SL ein bisschen einfacher hat, das Ganze zu leiten. Jo. Und das ist ein Thema, was uns sicherlich in der Zukunft noch beschäftigen wird, wie das eben auch meistens ist. Blackout und, also insbesondere Blackout wirft teilweise mehr Fragen auf, als es beantwortet, aber das ist natürlich auch Sinn der Sache. Und was sich in Wahrheit dahinter verbirgt und versteckt und was aus insbesondere einem großen Teil einer verschwundenen Armee geworden ist, das werden zukünftige Bände enthüllen, von dem wir einen vermutlich vielleicht noch dieses Jahr auf der Spiel sehen, wenn es denn die Spiel gibt. Ich musste auch sagen, beim Lesen wurde ich dann teilweise auch sehr hellhörig, was da passiert und warum niemand erklärt, wie das geschehen ist. Und der Part hier zu Insektengeistern, der war ausgesprochen spannend. Und ich bin immer, ich werde abwarten, wie viel davon wahr ist und wie viel ein unzuverlässiger Erzähler. Aber das war interessant. Und also, um es nochmal, weil auch mal kurz nachgefragt wurde, das Blackout ist der Hintergrundband und das ist dann quasi der Abenteuerband, der damit zusammenhängt? Genau. Die sind einzeln spielbar. Man kann sie natürlich, wie das bei den meisten Anthologien ist, auch versuchen zu verknüpfen, wobei es natürlich dann schwierig wird, die 30 Nächte in den USA mit den 3 Tagen in der ADL zu verknüpfen. Aber kreative Spieler, da kriegen das bestimmt hin. Ansonsten pickt man sich halt diejenigen Missionen raus,
die einem am besten gefallen. Es ist auch in der Abfolge halt teilweise so ein bisschen eine Dynamik drin. Also es gibt solche Missionen, bei denen halt der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung im Vordergrund steht und dann eben im späteren Verlauf auch teilweise schon das Aufdecken möglicher Akteure im Hintergrund, oder zumindest wäre es der Job der Shadowrunner, heiße Daten, die Wahrheit enthüllen könnten, zu besorgen. Ob ihnen das gelingt oder ob die geborgenen Daten überhaupt die Wahrheit sind, das ist dann eine andere Frage. Es gibt auch die Frage, ob man, um die 30 Nächte und 3 Tage zu spielen, den Blackout-Quellenband braucht oder ob man auch ohne sich orientieren kann. Das ist so, wie es meistens ist. Natürlich kann man das ohne dem spielen. Also die Abenteuer selber sind in sich geschlossen und soweit selbsterklärend. Zudem ja die Runner auch nicht notwendigerweise in-game Zugriff auf diese ganzen Data-Files, die zum Blackout-Buch gehören, haben. Insofern geht das, ja. Aber es ist meines Erachtens nicht sinnvoll. Also wenn man die spielen möchte, dann macht die Anschaffung von Blackout definitiv Sinn. Alleine schon, um dem Spielleiter dieses Gefühl von einem größeren Zusammenhang zu geben, was dort eigentlich gerade abgeht, welche Dimension das in den USA hat, wie viele Städte dort betroffen sind. Und wir haben es hier ja mit Vorfällen zu tun, wo es nicht mehr das kleine Hacken von Konzern A gegen Konzern B geht, sondern hier keilen sich richtig Regierungen mit Konzernrat und den höchsten Ebenen, und das macht schon Sinn, den Blackout dazu zu holen. Und dann wird noch gefragt, wie die 3 ADL-Tage mit den 30 UCAS-Nächten zusammenhängen, wo du sagtest, die UCAS-Nächte sind schon, kann man zusammenbauen, sind aber teilweise einzelne Sachen. Genau, sie sind nicht chronologisch aufgebaut. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, die erste Nacht, die erste Mission ist am ersten Tag, dann kommt der zweite Tag, dann kommt der dritte Tag. Also so ist es nicht aufgebaut. Es sind schon voneinander getrennte Abenteuer, die sich eben verknüpfen lassen, aber nicht gemacht werden müssen. Bei den ADL-Abenteuern ist es so, dass die eben einen genaueren Blick werfen auf einzelne Vorkommnisse, die in Zusammenhang mit dem Blackout und den 30 Nächten stehen, wiewohl es in der ADL, Status jetzt, eben auch noch keine Blackouts gegeben hat. Das Ganze spielt ja im Zeitraum so November 2080, ein Zeitraum, den wir ja eigentlich mit unserem frech voranpreschenden Novapuls bereits vor mehr als einem Jahr hinter uns gelassen haben, weswegen der jetzt eben auch pausiert. Und dass die offizielle Timeline entsprechend wieder aufholen kann, das werden wir jetzt auch entsprechend haben wir mit den beiden Büchern erreicht. Blackout geht, glaube ich, schon in den Anfang von 2081 hinein. Insofern bewegen wir uns dann wieder auf derselben Zeitebene. Ja, ich glaube, die jüngsten Einträge da drin sind so Februar, März. Genau. 2081. Genau, schon so ein bisschen als Rückblick auf das, was da noch passiert ist. Ja. Lass uns mal kurz durchgeben an deine Leute im Chat, was gerade im Zoom-Chat getippt wird. Das erscheint aus irgendwelchen Gründen dann auch im Bild. Ich weiß nicht, was die Absicht ist. Ich kann es hier aber, glaube ich, nicht ausschalten, ohne es zu öffnen. Und das mache ich mal nicht. Also vielleicht erstmal den Zoom-Chat nicht mehr benutzen. Keine Ahnung, was da getippt wurde, aber. Es ging darum, dass gewisse Leute hier, die auch im realen Leben die übernatürliche Fähigkeit haben, vor allem Greenscreen zu verschwinden, und dass man das braucht in der Medienbranche heutzutage. Markus Lanz? Steffen. Steffen kann teleportieren, wurde festgestellt. Ich kann da gleich mal einen Blick drauf werfen. Eigentlich müsstest du den Zoom-Chat getrennt von den anderen Sachen auf den anderen Bildschirm ziehen können. Ja, geht aber nicht. Oh, okay. Ja, jeden Tag was Neues. Es ist super, wenn es jeden Tag mindestens bei einer der Softwares, die man benutzt, ein Update gibt, was wieder Dinge verändert, an die man sich gerade gewöhnt hatte oder sie dann nicht mehr zusammenarbeiten können. Ich kann rüberziehen, aber dieses Fenster, wo der Chat dann auftaucht, das geht nicht. Geil. Ja, jetzt haben wir Steffens Geheimnis verraten. Dass er verschwinden kann. Ja, das tut mir leid. Gut, aber das sind die waren meine akuten Fragen zu den beiden Bänden. Und die letzte Frage, die ich mir noch notiert habe, die können wir dann bei der Zukunft von Shadowrun angehen. Wollen wir dann quasi den Ball ping-pong wieder zurückspielen in Richtung Cthulhu, oder hast du andere Wünsche, Peter? Nee, ich würde jetzt wieder zu Cthulhu gehen. Und mal den Heiko fragen, was wir da als nächstes geplant haben. Mairi, Nico, habt ihr ein paar Cover, die wir vielleicht zeigen können? Oder müssen wir das über Splitscreen machen? Wir haben alles, was nicht als PDF kam, haben wir als Cover. Alles, was nicht als PDF kam, haben wir als Cover. Das heißt, da müssen, glaube ich, 4 Stück sein. Das kann man da haben. Das ist jetzt zerstörst die Immersion, dass wir perfekt vorbereitet sind. Die schwäche Illusion. Nein, alles gut, alles gut. Weil dann allein im Titel und
Zweimal Shadowrun, genau. Zwei Cover mit allein im Titel. Ja, ich will okay. Dann gehe ich da nicht sofort drauf ein, weil das wird ja dann ein Highlight. Ich versuche jetzt mal möglichst schnell, möglichst viel zu sagen, weil sonst sitzen wir um Mitternacht noch da. Ich könnte nämlich jetzt richtig ausholen und labern und labern und das sagt alle hinterher auch, hör doch auf, ne? Hättest du mal bei der Spielrunde mitgemacht, du Sabbelkopf. Nee, ich fasse mich jetzt ganz kurz. Wir bringen ganz viel raus. Ne? Wir haben gesagt, Corona, was ist denn das für ein Scheiß? Im Gegenteil, jetzt erst recht. Und wir haben vor, innerhalb dieser kommenden 6 Monate auch 6 Produkte auf den Markt zu werfen. Und wer ganz genau aufpasst, wird merken, oh Gott, es sind ja sogar 7. Kleine Überraschung vorweggenommen. Wir haben ganz viel fertig bekommen und wollen das eben jetzt auch rausbringen. Ich habe jetzt keine Cover von den neuen Sachen zur Hand, aber da wir einen gewissen Anteil an Übersetzungen dabei haben, zeige ich einmal ganz kurz, ohne dass man es ernsthaft sich angucken muss. Seht ihr das richtig rum? Ja. Okay. Nameless Horrors ist eine Sammlung von insgesamt 6 Abenteuern. Davon bringen wir unter dem Titel Namenloser Schrecken in Neuengland die ersten 2 raus. Magst du es nochmal hochhalten, damit man es ein bisschen länger sehen kann? Oh, das ist, dann kaufen die Leute das womöglich noch. Das sollen die. Ich könnte mal schnell verwegen. Also, Bildschirm, Mayri, mit Bildschirm freigeben, kann ich da was zeigen bei mir? Ja. Titel, aber hier Moment. Ist das Cover. Ja, Moment. Das kriegen wir doch hin. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich wollte ja jetzt schnell machen. Jetzt halten wir uns beim ersten Buch schon ewig auf. Und jetzt schauen, ob man das hier sehen kann. Ja. Ja. Ah ja. Sehr cool. Aber jetzt sind alle Leute klitzeklein. Ja, das werde ich auch gleich wieder wegmachen. Nur, dass man einen Eindruck davon hat. Hier Namenloser Schrecken in Neuengland. Perfekt. Abfeuern. Okay. So, das versuche ich jetzt wieder klein zu machen. Wie geht das? 2 super coole Abenteuer. Jetzt sehe ich lustige Sachen. Soll ich einfach weiterreden? Du einfach weiterreden. Peter, da müsste irgendwann. Einfach ein klein weiter. Abenteuer mit vorgefertigten Investigatoren. Wir haben, da bin ich wieder. Und alle anderen auch. Super. Peter ist mein Held. Habe ich das auch schon mal gesagt? Weil wir genauso. Jedes Mal, wenn wir zusammen. Ein Techniklevel haben. Ja, genau. Super cool. Vorgefertigte Investigatoren, damit es auch, weiß ich nicht, ist für Vorbereitungen anscheinend auch irgendwas Positives. Leute, die nicht so viel Zeit haben mit dem Vorbereiten, mögen das besonders gerne. Wie gesagt, 2 Abenteuer. Später und hoffentlich pünktlich zum titelgebenden Ereignis wird rauskommen Halloween. Da sind 3 übersetzte Abenteuer drin, aber aus 3 verschiedenen Chaosium-Produkten. Deswegen zeige ich die jetzt nicht, weil ist ja wurscht. Die spielen jeweils, hey, große Überraschung, zu Halloween. Da lasst euch einfach überraschen. Und das zeige ich jetzt auch nochmal, das Original ganz kurz. Petersons Abominations. Petersens Abscheulichkeiten bei uns. Aber unser Cover ist schöner. Das war auch bei dem letzten Petersens Buch. Da hattet ihr die schönere Elo vorne draufgepackt, fand ich. Ganz genau. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich verwirrt. Mit Lob kann ich nicht umgehen. Wann und was kommt? Was ist da drin? Genau, wann kommt es und was ist da drin? Es sind auch alles Abenteuer mit vorgefertigten Investigatoren. Unabhängig voneinander alle. Müssten 6 Stück sein. Nee, 5, Entschuldigung, 5. Und die sind, es ist halt Sandy Peterson in Zusammenarbeit mit Mike Mason, also die beiden Masterminds auf Englisch, haben da ziemlich skurrile Sachen, ziemlich geil auf den Markt geworfen. Und wir bringen das halt 1:1 dann auf Deutsch raus. Als Hardcover, weiß ich nicht. Peter, willst du da noch irgendwas zu sagen? Da sind wir gerade noch dran. Also ja, also wollen wir das veröffentlichen werden, aber
Es wird gut werden. Es wird, glaube ich, einer der Renner dieses Cthulhu-Jahres, weil es ist einfach Peterson und das ist cool. Weg von den Übersetzungen hin zu, letztes Jahr hatten wir im Elfenbeinturm Berufeband Nummer 3. Dieses Jahr Polizisten und Vigilanten Berufeband Nummer 4. Dazu muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht viel sagen, weil es ist genauso wie die anderen drei Berufebände. Nur diesmal geht es halt um Gesetzeshüter, die legalen und auch die nicht ganz so legalen, also die Vigilanten. Ich habe gehört, Polizisten und wie sie landen. Und wie sie landen, ja, UFOs und wie sie landen. Bringen wir auch irgendwann mal. Nein, also auf Englisch heißt es, glaube ich, Vigilantes oder sowas. Ja, ja, ich habe es nur falsch gehört, Vigilanten. Okay. Ja, schon korrekt. Ja, sehr geil, sehr geil. Passiert meinem kleinen Sohn auch ganz oft, dass er Sachen ganz genau versteht und dann wiederholt und man fragt sich, was meint er bloß? Ja, ich habe manchmal das Sprachverständnis von einem, wie alt ist dein Sohn? Dreieinhalb. Oh, wow. Aber ich meine das nicht negativ, ich meine das total positiv. Total ja. Cool. Also, das wird jetzt auch bald rauskommen. Damit ist dann für jetzt auch die Berufe-Reihe erstmal abgeschlossen, weil dann haben wir abgedeckt die Magier, die Reichen, die Wissenschaftler und eben die Gesetzeshüter. Und dann muss auch mal irgendwann mal gut sein. Und jetzt komme ich zu allein gegen Punkt, Punkt, Punkt. Das sind zwei, auch wiederum Übersetzungen. Einmal ist es im Original, jetzt kann Peter gleich wieder trumpfen mit Covern oder irgendwer. Einmal ist es Alone Against the Dark. Allein gegen die Dunkelheit. Ein Solo-Abenteuer. Jetzt gerade in der Corona-Zeit, ja toll, wenn man auch alleine mit irgendwas mal sich befassen kann. In diesem Fall ein Cthulhu-Solo-Abenteuer. Spielt auch in der klassischen Cthulhu-Zeit, also 20er Jahre. Und es geht um, man ist allein gegen die Dunkelheit. Und genau so sieht es dann aus. Jetzt haben wir es doch mit Peter. Okay. Die mit allein im Titel, die haben wir. Okay, also das ist das eine davon. Das andere ist allein gegen die Flammen. Wobei ich dazu sagen muss, allein gegen die Dunkelheit ist einfach von der Art her normal. Also man geht davon aus, derjenige, der sich das kauft und spielt, der weiß schon mal, worum es geht. Das muss er nicht dazu erlernen. Mhm. Im Gegensatz dazu, im Original wieder ganz kurz, Alone Against the Flames ist ein bisschen dünner als das andere und hat was ganz Besonderes. Es ist nämlich an Ultraneulinge gerichtet. Es kann auch jeder andere, aber jeder andere kann bestimmte Textpassagen ganz schnell überspringen, weil da Mechanismen erklärt werden. Also während man schon das Abenteuer solo spielt, fängt man quasi an mit, ich weiß ja noch gar nicht, wie das geht, aber ich lese mal bei 1 los, mal sehen, was kommt. Und dann wird einem alles erklärt. Also auch bestimmte Regelmechanismen und sowas. Man braucht im Grunde nur das Abenteuer und man sollte dazu die Schnellstartregeln haben, die es bei uns ja auch umsonst gibt. Wenn man das beides hat, ist man schon ausgestattet dafür. Und genau, das reicht dann. Das schon mal Solo-Abenteuer für Cthulhu? Nein, das ist ganz, das sind jetzt für uns die ersten Abenteuer, glaube ich. Ein Startschuss sozusagen. Genau. Also es gab schon Solo-Abenteuer, die in bestimmten Büchern mit drin waren, wo es meinetwegen ein Quellenteilbuch, eigentlich war es ein Quellenbuch und hinten war nochmal ein Solo-Abenteuer. Das gab's mal. Aber also auch vor über, was weiß ich, 15 Jahren oder so. Mhm. Dass das jetzt ein eigenes Produkt ist, ist ganz neu und cool. Das ist richtig cool. Also vor allem alleine gegen die Flammen finde ich halt toll, weil man dann wirklich Schritt für Schritt das Spiel kennenlernt. Das ist dann so, man liest klassisch beim Solo-Abenteuer Abschnitt 1, liest das dann durch, springt zum nächsten Abschnitt und da wird dann mal vorgestellt, wie man einen Charakter erschafft. Die Attribute genau. werden gezeigt und dann muss man sie auf die Attribute verteilen. Man hat einen Blanko-Charakterbogen und kann sich dann erstmal den
Hauptcharakter dieser Geschichte dann selbst erschaffen halt. Und dann geht das Schritt für Schritt weiter. Also wirklich die Regeln während des Spielens komplett erlernen. Und das werden wir veröffentlichen erstmal zusammen mit einem Kooperationspartner, mit der Loot Chest. Das ist so eine Art, ja, so eine Loot, ja, eine Box, die man im Abo kaufen kann oder auch einzeln erwerben kann. Randvoll mit Merchandise rund um alle Themen der Popkultur, also Geek-Themen halt, Superhelden, Harry Potter, Game of Thrones und. Und da liegt dabei, ich weiß noch nicht genau, in welcher Ausgabe, das ist noch offen, das könnte vielleicht Juni oder Juli-Ausgabe eben sein, also gibt es auch einzeln, muss man nicht im Abo eben haben, aber deswegen da dieser Band für komplette Einsteiger, weil wir da nicht erwarten, dass da schon Rollenspieler so eine Box vielleicht bekommen, aber Menschen, die vielleicht mit den Themen Cthulhu ja schon zu tun hatten und die dann vielleicht mal sowas ausprobieren wollen halt. Und dann braucht man erstmal keine Gruppe, sondern kann das alleine spielen. Und deswegen ist das so, um vielleicht für neuen Rollenspieler genau das Richtige, um mal loszulegen. Keine Gruppe, die Regeln werden während des Spiels erklärt. Man kann sofort loslegen eigentlich. Und dann kann man weitersehen, ja. Den nächsten Solo-Abenteuerband ausprobieren oder vielleicht mal eine Gruppe zusammensuchen und damit dann losstarten. Weil man dann süchtig geworden ist. Nach dem Wahnsinn und ja, genau, wie wir alle. Genau so muss es auch sein. Das sind perfide Pläne, aber immerhin ist dann mal wirklich was Nerdiges in so einer Nerdbox. Das ist nerdig, oh ja. Genau. So, das sind die beiden allein gegen irgendwas, die Flammen und Dunkelheit. Ja, und ich verrate es einfach schon mal. Gerade vor ein paar Tagen, also letzte Woche, habe ich ein allein gegen, das habe ich wieder vergessen, also alone against something. Frost, im Übersetzungsauftrag verteilt. Genau, also gegen den Frost. Also Alone Against the Frost. Genau. Ich hoffe, damit ist nicht der Regisseur gemeint. Egal. Wir haben noch zwei weitere Bücher für innerhalb der nächsten 6 Monate. Das eine ist ein Softcover. Das Weinen, das muss ich ablesen. Das Weinen der Frau aus den Hügeln. Da sagt jeder, was soll denn das jetzt sein? Ich verrate es unter uns, weil wir sind ja nur ein paar Leute, die sich gerade unterhalten. Es bezieht sich auf Banshees, also aus dem englischsprachigen oder irischen oder frag mich nicht, also aus dem fremdsprachlichen Bereich. Wenn man da den Originalausdruck übersetzt, wäre das, also der Schrei der Banshee wäre das Weinen der Frau aus den Hügeln. Und tja, vielleicht geht es darum. Möglicherweise wird geheult. Das zieht ja normalerweise Todesfälle nach sich. Also genau. Wobei, aber das verrate ich jetzt auch. Das ist nämlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Das sind 3 Abenteuer. Eigentlich sollte ich ja aufpassen, Heiko. Also ich lasse das jetzt durchgehen. Das nicht. Was habe ich gemacht? Was du spoilerst hier, ich vertraue dir. Jetzt komme ich dazu. Das ist, der Titel selbst ist natürlich auch einfach, weil er cool klingt und geheimnisvoll. In Wirklichkeit geht's aber um was anderes, nämlich aber auch um einen Schrei. Das Ganze spielt nämlich zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Kennen wir alle aus dem Fernsehen. Die einen haben so graue Klamotten an und die anderen blaue und dauernd kämpfen sie gegeneinander. 3 Abenteuer, die in dem Zusammenhang auch hintereinander weg zu spielen sind, also als Kampagne mit vorgefertigten Investigatoren, vorsichtshalber, weil die erstellt man ja normalerweise nicht schon mal so aus der hohlen Hand, in der Hoffnung, irgendwann kommt der Abenteuer zu. Und aber auch die Möglichkeit, selbst Investigatoren zu erschaffen. Also beides ist möglich. Und die erleben dann an 3 verschiedenen Schauplätzen historische Ereignisse, die natürlich verknüpft sind mit Cthulhuiden Ereignissen oder Kreaturen oder was auch immer. Da bin ich total gespannt, wie das einschlägt, sag ich mal. Also vielleicht wie so eine Kanonenkugel oder wie so ein Bajonett, wenn man Pech hat. Es ist ein Krieg, kann man nicht dran rütteln. Und auch Kriegshandlungen sind Bestandteil der Abenteuer. Aber es ist keine Soldatenkampagne, wo es um Schlacht links und Schlacht rechts und
Schlacht in der Mitte geht, sondern es geht insgesamt um, und jetzt, damit ich es nicht spoilere, um mysteriöse Sachen. Nein, bei Cthulhu. Das ist ja ganz neu, wollen wir jetzt das erste Mal ausprobieren, ob das klappt. Und eine bestimmte Sache, deswegen, das wollte ich noch erzählen, eine bestimmte Sache in diesem Bürgerkrieg, bei den Südstaatlern gab es den sogenannten Rebel-Yell. Das ist so ein bestimmter Schrei. Den müsst ihr euch mal auf YouTube anhören. Das hört sich an, als ob irre drauf losbrüllen. Heiko, genau, ganz kurz. Es gibt noch Aufnahmen von Veteranen. Ja, genau. Anlässlich der 75-jährigen, des 75-jährigen Jubiläums zum Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, die diesen Schrei dann noch nachmachen quasi. Und das Ganze wird aufgenommen dann eben, ich glaube, 1938 dann die Feier. Mhm. Und das ist schon wirklich so ein gellender Schrei, der von den Nordstaatlern dann auch als einer beschrieben wird, der durch Mark und Bein geht. Ja, genau, genau. Ursprünge sind, man weiß nicht genau, keltisch, irisch oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Ansätze halt, aber der ist wirklich ein Markenzeichen für die Südstaatler. Daher ist letztlich auch ein bisschen der Titel der Kampagne, weil eben dieser Rebel-Yell gruselig ist. Okay, damit hast du mich auf jeden Fall schon. Das wird, glaube ich, jetzt mein Highlight, muss ich schon mal einwerfen. Denn ich fand, vom Setting her finde ich das spannend, halt zu einer Zeit spielen zu lassen, die so durch Kriege dann sehr aufgewühlt ist. Das ging mir auch schon so bei Schreckensherrschaft so. Ein Band, den ich auch genial finde, zur Zeit der Französischen Revolution, wo die Stimmung sowieso aufgepeitscht ist, die Massen unruhig, Gewalt alltäglich ist und dann noch diesen soliden Horror da reinzubringen, finde ich mega. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Mhm. Damit der Andreas gleich auch nochmal zu Wort kommt, bevor die Runde nämlich gleich weitergeht, kommen wir noch zum letzten. Ja. Da kann ich das Cover wieder zeigen und der nennt sich Das grausame Reich. Zahnscham. Ach, danke schön. Du sagst das so schön. Jetzt teile ich gerade nochmal, damit ihr das sehen könnt. Zahnscham. So, einmal Bildschirm freigeben, teilen. Jawohl. Das ist es. Das grausame Reich Zahnscham. Worum geht es denn da? Das sieht mir nach einem Hardcover-Band aus. Das ist ein Hardcover. Einerseits ein Quellenteil, der ist eine Übersetzung. Das gab es also auch schon bei Chaosium, dort allerdings als Softcover und als Monographie, also nicht als extrem liebevoll gemachtes Buch, sondern als Buch so auf eine Art. Bei uns ist es sehr liebevoll gemacht, weil es total cool ist. Ein Spielhintergrund im Jahre, ich glaube, 3000 ungefähr, also oder 3000 und ein Tucki. Nachdem die großen Alten erwacht sind und die ganze Welt ist im Grunde schwierig bewohnbar geworden, bis auf das grausame Reich Zahnscham. Im Großen und Ganzen mehr oder weniger ungefähr das heutige China, ein bisschen verrutscht auf der Landkarte. Also es ist einfach ein Land, in dem noch Leute leben und auf eine sehr gewöhnungsbedürftige Art leben. Aber das sind immerhin noch die, die überhaupt leben, ohne durchgedreht zu sein oder so richtig durchgedreht zu sein. Weil sie eine bestimmte Art gefunden haben, wie sie da leben. Muss man lesen, um zu verstehen, dass ich jetzt nicht nur wirres Zeug stammle, sondern dass das alles Sinn hatte, was ich sagte. Das schließt sich bei Cthulhu ja nicht zwingend gegenseitig aus. Ich finde die Aussicht, dass die ganze Welt untergeht und ausgerechnet China bleibt übrig. Nicht unrealistisch. Ist wie jetzt. Ne? Das ist irgendwie gerade. Da ist vielleicht die Krankheit ausgebrochen, aber jetzt lachen die schon wieder, während alle anderen umfallen. Nicht zwingend unrealistisch. Ne? Also im Jahr 3000. Es ist ja nicht so, dass da nur Chinesen wohnen. Da haben sich einfach alle gesammelt, die noch genug Verstand hatten. Und es liegt halt in einer Gegend, wo sie es konnten. Sagen wir mal ganz simpel. Es ist eine sehr, sehr verrückte Welt eigentlich. Das ist die Übersetzung, der Quellenteil. Wir haben aber selber ein Abenteuer dazu geschrieben. Das heißt, man kann es eben auch gleich spielen. Vorsichtshalber mit vorgefertigten Investigatoren, die dort auf eine ziemlich clevere Art beginnen. Und dann schauen wir mal, was kommt. Okay.
Ja, gut. Ich glaube, wir müssen den Andreas auch nochmal zu Wort kommen lassen. Ja, also das ist, viel mehr würde ich dazu jetzt gar nicht sagen können. Von dem, was du tust, das finde ich super. Da sind richtig, richtig geile Sachen dabei. Also ich freue mich auf die Abscheulichkeiten von Petersen natürlich. Die Solo-Abenteuer, das Wein der Frau aus dem Hügeln, Sand, also für Kultur. Eigentlich alles. Tolle Sache. Ja, es klingt alles super geil. Und das kommt alles vor der Spielessen, also vor Oktober noch raus. Also der Plan ist, ne, jetzt haben wir ja gerade, das zweite Quartal fängt an. Das sind eigentlich alles Sachen, die fürs zweite und dritte Quartal geplant sind. Mhm. Und in der Produktion auch weitestgehend schon so weit, dass ich da überhaupt keine Schwierigkeiten sehe, die dann auch pünktlich rauszubringen. Alles vor der Spiel, genau. Weil die ist ja im Oktober, wenn sie denn ist. Und bis dahin ist das alles verfügbar. Die wird sein. Okay, super. Vielen Dank, Heiko, für die Vorstellung. Der ich nehme mich wieder zurück. Was damit alles kommt. Ich gebe da mal weiter an den Andreas, denn wir bringen ja nicht nur Neuheiten für Cthulhu raus, sondern wir werden auch einiges für Shadowrun 6 im Petto haben. Ich habe noch ganz kurz zwei Fragen. Ja, das gerne. Habe ich nach Errata für Shadowrun 6 gefragt? Bitte? Errata für Shadowrun 6. Ja, was hast du da gefragt? Wie ist denn Arbeit, glaube ich? Kommen, wenn die nächste Auflage vom Grundregelwerk kommt, sind die dann auch logischerweise drin, wird ja immer aktualisiert. Das PDF wird sowieso aktualisiert, soweit mir bekannt. Ja. Das sind Arbeit und wird kommen, genau. Und es wurden sich Solo-Abenteuer für Shadowrun gewünscht. Das kommt mir jetzt aber etwas schwieriger vor als bei Cthulhu. Wir machen das gleich richtig mit einer App und VR-Brille und so. Das okay, ja, wäre ich dabei. Okay, dann kommt also ein Solo-Abenteuer für Shadowrun mit App und VR-Brille. Und was kommt denn noch alles für Shadowrun 6 raus? Genau, wir haben tatsächlich ein ziemliches Line-Up, auch alles vor, also ein Großteil davon vor der Spiel oder eben spätestens zur Spiel, aber erstmal vor der Spiel. Das nächste Buch, was über den Teich bei uns schwappen wird, wird das Firing Squad sein. Der Titelsuche in der deutschen Ausgabe stellt sich als etwas schwieriger dar, aber das kommt als nächstes, denn wir haben ja nicht nur den Beginn einer neuen Plotline mit den Blackouts, sondern wir haben ja auch immer noch den Beginn der neuen Edition. Das heißt, da fehlen uns die ganzen Standardbücher, die wir zu Recht erwarten. Firing Squad ist das Kampf- und das Waffenbuch. Das befindet sich in heftiger Übersetzung. Deutsche Zusätze wird es in dem Falle, was Regeln oder Ähnliches angeht, nicht geben. Also keine deutsche Panzerkunst, Kampftechnik oder Ähnliches. allerdings, ich bin ein bisschen enttäuscht. Allerdings spendieren wir dem Firing Squad, das im Original ein bisschen bildlich mager daherkommt, eine ganze Reihe von Ausrüstungs- und Waffenillustrationen, weil das doch ein bisschen bleiwüstig war. Geht voraussichtlich im Mai in den Druck und wird dann auch ganz schnell in allen gierigen Fingern und Händen da draußen sein. Ebenfalls in zeitlicher Nähe kommt der SL-Schirm, der war ja bisher nur als im Bundle erhältlich. Es kommt ein SL-Schirm und zwar auch wieder wie gewohnt mit Extras, allermindestens mit 8 Cheat Sheets, ich hasse dieses Wort, und vermutlich auch noch mit mehr Goodies. Da befinden wir uns gerade in heftigen Verhandlungen mit den Druckern, was wir davon ermöglichen können, um das Ganze dann auch entsprechend vertreiben zu können. Damit wäre die Frage nach Cheat Sheets direkt beantwortet. Da kommen Sie ja, die kommen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, danach müssen wir mal gucken, was noch alles reinpasst. Dann, jetzt versuche ich mal hier irgendwie in meine Vorschau-Ansicht reinzugehen. Moment, Gott, Hilfe. Da. Im Schatten des Drachen oder der Drachen, Entschuldigung. Genau, jetzt kommen wir erstmal zu dem, was auch bereits in heftiger Entwicklung fast fertig ist. Nämlich die PDFs, die sich in der Mache befinden, weil wir entwickeln natürlich auch den deutschen Hintergrund weiter. Und zwar, wie ja auch schon verschiedentlich geleakt wurde, einerseits mit einem einer näheren Betrachtung von München, das ja seit München Noir keine eigenständige Publikation mehr bekommen hat. Wir werfen einen Blick nach Westfalen. Das Thema hatten wir ja vorhin schon, dass das eine sehr schöne Gegend in Deutschland ist, wo man in verschiedenen Rollenspielen wunderbare Abenteuer entwickeln kann. Wir werden weiterhin einen Blick nach Pomoria werfen. Und last but not least, wobei das jetzt nicht die Publikationsreihenfolge ist, wenden wir uns der Nordsee und den Piraten in der toxischen See zu. In den Bänden selber wird jede Menge Hintergrundmaterial geliefert, sowohl über das, was eben natürlich typisch bayerisch ist, da müssen wir durch alles durch, auch die natürlich die
Konflikte in der Stadt zwischen den verschiedenen Interessengruppen und natürlich mit einem besonderen Blick auf Renraku, die ja dort ihr ADL-Zentrale haben, zusammen mit Karl Stadt als der entsprechende Leiter. Bei Westfalen, da haben wir natürlich einen besonderen Blick auf die Agrarindustrie. Das kommt auch hier dann einher damit, dass innerhalb des Bandes neue Drohnen vorgestellt werden, zwei Stück an der Zahl. Und im Bereich von Pomoria verhält es sich so, dass das natürlich nicht nur ein, wenn auch nur für bestimmte Metarassen, eine sehr attraktive touristische Lokalität ist. Wer sich dort nicht ganz entsprechend den Auflagen benimmt, kann dann auch mal schnell zu öffentlichen Aufgaben herangezogen werden von der freundlichen, von den freundlichen Sicherheitskräften dort. Und man möge es nicht glauben, auch im Paradies Pomoria gibt es ein paar Ecken, die so gar nicht dazu passen wollen, wie sich der Elfenstaat darstellt. Und auch da werden wir auf in diese dunklen Ecken ein bisschen Licht werfen. Was die Nordsee angeht, dort haben wir es natürlich auch mit unserem persönlichen Zulu, also unserem alten Mann aus dem Meer zu tun. Das ist in dem Fall natürlich Proteus, die dort eine dominante Stellung haben. Allerdings ist Proteus in den giftigen Gewässern der Nordsee, die ja mehr als nur ein Katastrophengebiet ist, nicht alleine. Hier finden Konfrontationen zwischen allen möglichen Arten von Kreaturen statt, toxischer und nicht toxischer Art. Nippel drauf, weg damit! Ich will die Nippel nicht zu lange zeigen. Und die, der zweite Fokus neben der Nordsee als solches sind dann natürlich Piraten, Piratenaktivitäten, Piratennetzwerke, Runner als Piraten und so weiter und so fort. Das ist erstmal das dazu. Jetzt gucke ich, ob ich geschickt weiterleiten kann. Jawohl. Also wie gesagt, die PDFs alle noch im zweiten Quartal wahrscheinlich. Und dann sehr dicht darauf folgend ein Schattendossier oder Schattenarchiv. Es sind beide Begriffe noch in der Schwebe, aber ich glaube, Schattendossier wird sich durchsetzen. Das ist dann die bereits gewohnte Art, nämlich dieser PDFs im Printformat, wieder im berühmten schwarzen limitierten Hardcover, das ich dann wenige Monate bis Jahre später auf eBay für horrende Preise erwerben lässt, wenn man Glück hat, es irgendwie sich rechtzeitig zu besorgen. Und natürlich ebenfalls, wie auch schon in der Vergangenheit, ist das Printprodukt dann nochmal mit einem Extra-Special, was also nicht nur die PDFs, sondern es gibt dann noch ein kleines, aber sehr, sehr feines Add-on, was dort eine Rolle spielt. Dann bereits erwähnt, wir haben eine Abenteuer-Anthologie, die in der ADL spielt, genannt Im Schatten der Drachen, also nicht Im Schatten des Drachen, sondern Im Schatten der Drachen. Da kann ich wieder abhaken, danach wurde auch gefragt, wird es Abenteuer geben für die ADL? Ja, es gibt Abenteuer für die ADL und zwar ganz gezielt gerichtet eben auch an Shadowrun-Einsteiger, also die also quasi mit diesem Band, mit diesen gesammelten Abenteuern sich im System Shadowrun 6 zum ersten Mal in die Schatten also sich dorthin begeben und dort ihre Sporen verdienen wollen. Die ganzen Abenteuer der Anthologie sind thematisch miteinander verwoben und noch dazu weiter verwoben mit einem Roman von Bernd Perplies, der im Juli, August oder so erscheinen wird, der locker mit den Thematiken und den Aufträgen in diesem der Abenteuer-Anthologie verwoben ist. Das wird der Name des Romans, wird sein Nachtmeisters Erbe. Und wenn man zwei und zwei zusammenzählt, Im Schatten der Drachen und Nachtmeisters Erbe, und dann noch sich das Cover des Romans vergegenwärtigt, wo eine bereits eingeführte, in der ADL nicht unbekannte Person zu sehen ist, in ihren beiden Gestalten, in eben Drake-Gestalt und in Menschengestalt. Dann kann man sich schon ein bisschen zusammenpuzzeln, was dort möglicherweise ein Thema sein könnte. Zu der Anthologie, wir haben es als ein weiteres Thema, nicht nur eben mit diesem Konflikt, der vielleicht irgendetwas mit Schwingen zu tun haben könnte, zu tun, sondern in den Settings der Abenteuer ist es so, dass wir dass wir einige Male historische Örtlichkeiten, also real existierende deutsche Örtlichkeiten, Burgen, die zu einem Wohnsitz umfunktioniert wurden und modern erweitert wurden. Wir haben natürlich auch mit den Niederungen und Kämpfen in Großstädten zu tun, also nicht alles spielt auf dem Land.
Und als persönliches Highlight, wie ich finde, gibt es da drin eben auch eine sehr spannende Mission, wo es darum geht, einen dahinrasenden Zug mit dem irgendetwas anzustellen. Das wird sicherlich sehr unterhaltsam werden. So, dann versuche ich den Bildschirm wieder mal zurückzugeben. Moment. Train Heists sind immer gut. Train Heists sind immer gut, genau. Je schneller, desto besser. Jetzt muss ich nur noch gucken, da stoppen. Okay. So, es haben sich jetzt schon ganz viele von den Fragen, die aus dem Chat kamen, von allein erledigt, wie die Cheat Sheets und dass das Abenteuer ja bekommen werden für die ADL. Du hast auch schon einen Roman erwähnt. Genau. Wird es noch mehr Shadowrun-Romane geben, die in absehbarer Zeit rauskommen? Ja, wird es, denn wie gesagt, das, was bisher angekündigt wurde gerade, ist alles noch Vorfeld von der Spiel, wenn sie denn stattfindet. Zur Spiel wird es einerseits voraussichtlich noch einen weiteren Quellenband nach Firing Squad geben, der auf die Folgen des Blackout eingeht und dann eben auch tiefere Einblicke in die Wahrheit gewährt. Es wird vermutlich oder voraussichtlich auch das Magiebuch rauskommen, was ja das zweite große Standbein ist, was bei einer neuen Edition immer dringend bedient werden muss. Und es wird ein dickerer Kampagnenband mit mehreren ausformulierten Abenteuern herauskommen, die allesamt in Berlin oder um Berlin herum spielen werden, wo ja durch die jüngeren Publikationen des letzten Jahres schon einige Sachen angeteased wurden, dass sich dort im Untergrund, im digitalen Untergrund der Stadt etwas rührt und sich dort überhaupt auch etwas bewegt. Dieses Buch wird Netzgewitter heißen und wiederum, wie die Anthologie, mit einem Roman verknüpft sein. Der wird in diesem Fall von Mike Quischig-Groß geschrieben werden und wird an seinen Band davor, der ja auch in Berlin spielte, anknüpfen oder zumindest eine Verbindung dahin haben. Mehr dazu kann ich nicht verraten, weil ich es einfach nicht weiß. Insofern ist das hier safe. Und last but not least kommt noch einerseits die Übersetzung von Free Seattle zur Spiel, wenn alles klappt. Ebenfalls ein Abenteuerband inklusive einer kurzen Stadtbeschreibung von Seattle unter den gewandelten Umständen. Und was wir ebenfalls noch vorhaben, ist, dass wir eine kleine Kampagne für das Support-Team entwickeln, dass das dann auf Conventions leiten kann. Also extra so Convention-Häppchen. Genau, Convention-Häppchen. So ist der Plan. Dann habe ich, glaube ich, wirklich jetzt alle Fragen, weil nach Netzgewitter wurde auch gefragt. Gab es da nicht mal was unter dem Titel Netzgewitter, das geplant war? Genau, das kommt gewaltig. Wir sind mit der Zeit auch jetzt quasi wieder an dem Punkt, wo wir wechseln könnten und würden. Es gab noch eine Frage im Chat, ob was gesagt werden könnte zu einem Cthulhu-Crowdfunding. Ich bin mir nicht sicher, was damit gemeint ist. Heiko, vielleicht könnte da was. Also es wird kommen. So viel kann ich heute sagen. Es gibt intensive Gespräche zwischen Leuten beim Verlag, Leuten in der Redaktion und Leuten von mir, also von mir aus, mit Leuten, die Dinge tun. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen, Öffentlichkeit, hier kommt die große Neuigkeit, sondern das dauert noch einen Moment. Mhm. Okay, aber es wird kommen, also spart ruhig schon. Crowdfunding ist ja immer, ich mach mit oder und mach mit, wenn ich nicht vorher gespart habe. Also ein bisschen. Leider setzt dein Ton immer wieder aus, aber das mit dem Sparen haben wir jetzt, glaube ich, rausgefunden. Du musst auf ein neues Mikro sparen, Heiko. Ja. Für die nächste Runde. Sind immer so niedrig. Genau. Nein, es wird was kommen, ein Crowdfunding. Es wird sehr, sehr geil werden, bin ich mir sehr sicher. Und genau, dann übergeben wir eigentlich jetzt an die Runde, denn ihr wollt ja dann auch irgendwann heute mal fertig werden. Ich sage nur noch gerade für die... Ja, vielen Dank, Andreas, auf jeden Fall. Du hast den... Ich habe noch was vergessen. Unter den PDFs ist mir eins untergeschlüpft, was ich vergessen habe zu erwähnen. Es gibt nämlich auch noch ein PDF zum Thema Ausrüstung Deutschland, also sozusagen wieder ein State of the Art, wie immer das Buch letztlich heißen wird, wo verschiedene neue Fahrzeuge, neue Waffen und Ähnliches drin sein werden. Also auch das gehört noch zu dieser PDF-Reihe, die dann auch im Schattendossier veröffentlicht wird.
Entschuldigung, aber das einmal hin alles weg auf dem Reinigungsservice hat jetzt meinen Sinn für dumme Wortspiele sehr gut angesprochen. Danke. Großartig. Vielen Dank, Heiko, für die Vorstellung der Cthulhu-Neuheiten und vielen Dank, Andreas, ebenso. Du hast den Tigger mehr als würdig vertreten, profunde Kenntnisse gezeigt, aber du bist ja auch mitten im Thema drin. Dankeschön, das macht Lust auf mehr, das macht Lust auf viel Rollenspiel. Bevor ich euch dann weiterspielen lasse, nur ganz kurz, wir haben eine Rabattaktion im Shop laufen. Es geht natürlich nicht für preisgebundene Bücher für unsere Rollenspiele, aber man kann die PDFs aktuell zum günstigeren Preis erwerben und auch das Cthulhu-Regelwerk und das Regelwerk für Spieler und das Shadowrun 6 Grundregelwerk, die sind alle kostenlos erhältlich. Also wer jetzt Cthulhu und Shadowrun noch nicht kennt und der mal Lust drauf hat, das auszuprobieren, die Grundregelwerke gibt es kostenlos auf Pegasus Digital. Da kann man dann einfach mal sich das runterladen und ausprobieren. Kostenlos. Nicht, dass einer jetzt denkt, er kriegt das Buch kostenlos. Das PDF ist kostenlos auf Pegasus Digital, genau, von den beiden Grundregelwerken. Genau, dann viel Spaß. Dankeschön an euch alle und Mari und allen anderen viel Spaß beim Spielen und mal schauen, wer alles den Abend überlebt oder eben nicht. Mhm. Vielen Dank für das Update.